Und schon wieder zurück bei DSA Satinavs Ketten und ich habe Ideen. Also nicht nur Ideen, sondern ich habe sogar einen dezenten Hinweis bekommen, einen vielleicht nicht so sehr dezenten Hinweis, aber einen, auf den ich sonst wahrscheinlich wirklich niemals gekommen wäre und deswegen bin ich sehr dankbar dafür. Nämlich folgendes, wir haben ja zumindest die Sache hinbekommen, dass die Statue die Königin anschaut. Das haben wir geschafft. Jetzt haben wir hier diesen Speer und diesen Bogen. Ein winziges bisschen zu groß für einen Pfeil. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, das ist doch eigentlich die perfekte Kombination, um den Apfel darunter zu schießen. Aber wir kriegen das nicht hin, weil der Speer ist viel zu groß für den Bogen. Jetzt wurde ich darauf hingewiesen, ich möge doch mal in diesem Hauptraum hier auf die Perspektive achten, wenn ich mich bewege. Beziehungsweise auch, wenn ich hier oben zu dem Becken gehe. Seltsam. Ist unter mir jetzt der Abgrund oder das Becken da unten? Denn wenn das Becken da unten jetzt unter mir ist, was ja zumindest angedeutet wird durch das hier, also durch diese Streben, dann dürfte Geron eigentlich nicht so klein sein, oder? Das macht nur Sinn, wenn dieser Ort hier hinten weiter entfernt wäre und dann irgendwo da hinten liegt, was aber irgendwie unmöglich ist, weil das doch ein Aufbau ist. Also insofern scheint sich hier irgendwas sehr Krudes abzuspielen. Nicht nur, dass das Wasser nach oben fließt, sondern auch, dass die Perspektive hier anscheinend zu wechseln scheint, je nachdem, wo man sich hier befindet. Und das stellt ja sogar der Geron fest. Nur es ist an mir, ich weiß, ich habe das glaube ich schon mal angeklickt, es ist an mir natürlich vollkommen vorbeigegangen. Jetzt wollen wir etwas kleiner machen und dieser Speer, wenn wir den hier ins Wasserbecken legen... Von hier aus macht der Wasserfall höchstens Sachen größer. Nee, wenn ich hier was Großes reinlege... Das Wasser fließt in die falsche Richtung. Okay, alles klar. Dann müssen wir nochmal das Wasser drehen. Das können wir nämlich machen, indem wir da drinnen dieses Bild umändern, weil dann steht das Feenreich Kopf und jetzt steht es gleich wieder normal. Und dann müsste das Wasser nach unten fließen. Ja, perfekt. Das heißt, ich müsste es hier reinlegen. Das macht aber keinen Sinn. Ich wollte es doch kleiner haben. Bin hier ein bisschen überfragt. Nein, wir probieren das mal. Okay. Speer rein. Ach so. Ja, doch, das macht Sinn. Weil der Speer an sich verändert sich ja nicht. Das heißt, wir legen hier tatsächlich einen Speer rein, der so groß ist wie wir selbst. Der Speer, der unten ankommt, ist aber nur noch so groß wie ein... der ist nur noch so groß wie ein Pfeil. Okay. Da wäre ich niemals im Leben drauf gekommen. Jetzt machen sich die stundenlangen Zielübungen mit Gwindling endlich bezahlt. Na, endlich. So, und jetzt können wir versuchen, den ab... Och, was ist das denn mit dem Flackern hier dauernd? Ist ja furchtbar. Ich glaube, das liegt tatsächlich am PC. Jetzt können wir versuchen, den Apfel hier runter zu schießen. Also dann, Fex steht mir bei. Einen Schuss haben wir. Jawohl. Ha! Jetzt hat er sicherlich Druckstellen, aber Apfel ist Apfel. Loch bleibt Loch. Und Apfel ist Apfel, definitiv. Das sind die zwei Erkenntnisse, die wir hier rausziehen können. Und das war meine Idee ja schon vorher, dass wir an den Apfel rankommen, indem wir das Bild drehen. Dann müsste der Apfel nämlich eigentlich da durchfallen, da oben durch das Loch, das eben in diesen Vorraum führt, wo vorher das niedliche kleine Augenwesen stand. Siehst du, der Apfel, hier müsste der jetzt, ich hoffe, der ist nicht hier irgendwo gelandet. Dann war es das nämlich. Wobei, wir können so oft drehen, wie wir wollen. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ah ja, der Apfel. Ah, oh, Gott sei Dank. So, endlich geschafft. Da oben ist er raus. Huch. Was ist das für eine Musik auf einmal? Der Apfel aus dem Garten. Der Pfeil ist weg, den Bogen haben wir noch. Dann können wir der Königin nämlich jetzt den Apfel bringen. Und dann haben wir nur noch genau eine Aufgabe vor uns, nämlich eine Statue der Königin errichten. Und zwar in allen Farben des Regenbogens. Orange Farbe haben wir mittlerweile schon besorgt. Und die anderen Farben des Regenbogens, die sind ja in dem Bild da oben vertreten. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Majestät, ich bringe euch den Apfel. Tatsächlich? Nachthaar, diese Aufgabe ist wohl gelöst. Das war alles? Das war alles? Achte er unser Gesetz. Ich hatte schon mit ein bisschen mehr Euphorie gerechnet. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
Na gut, nur noch die Statue von ihr herstellen. Und auch da habe ich einen ganz kleinen Hinweis bekommen, weil ich echt ein bisschen verzweifelt war. Also habe ich mich darauf eingelassen. Ich sollte mich doch hier nochmal genauer umschauen. Ich hätte hier nicht alles entdeckt, was ich hätte entdecken können. Ich sehe hier vorne aber keinen Glitzer. Das haben wir gemacht. Das ist ausgegraut, das ist ausgegraut, das ist ausgegraut, das. Und hier ist noch die... Ach so. Damit breche ich sicher irgendein Gesetz. Ah, die können wir mitnehmen. Lichtstatuette. Das ist ein Abbild der Königin, aber weder lebensgroß noch Regenbogenfarben. Hab ich... Hä? Aber habe ich das Ding nicht angeklickt, als wir... Als wir hier das erste Mal drin waren? Ich meine aber schon. Ich meine aber schon. Okay, wir haben eine Statuette der Königin. Können wir die dann irgendwo da drin aufstellen? Nee. Ich glaube auch, wir müssen da eher was machen mit dem... Mit dem hier, da oben drin. Ich gehe mal ganz kurz da oben rauf. Ich nehme mal das hier mit. Wir machen es wieder Winter. Das ist aber nicht so schlimm. Und packe die Kugel mal gerade wieder hier oben rein. Damit wir wieder ein farbenfrohes Bild haben. So, und jetzt? Jawohl. Jawohl. Licht lässt sich nicht einfach überpinseln. Nicht einmal hier. Licht lässt sich nicht einmal... Was soll ich an... Hier ist nicht mal eine... Mir fällt dazu nichts ein. Das ist absurd. Ach, Moment. Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett. Das sind die Regenbogenfarben. Nein, Orange fehlt. Aber jetzt ist es ja ein Bild. Also nicht nur Licht. Ach so, ja, sieh mal einer an. So kann ich die Statuette zwar nicht rausnehmen, aber wenn ich jetzt den Stein wieder reinsetze... Regenbogenfarbene Lichtstatuette. Es hat funktioniert. Ich nehme sie mal wieder mit, weil ich es gerne unten auch wieder Sommer machen würde. Aus einem einfachen Grunde. Und da hilft mir jetzt der Hinweis von dem Bogen. Aus einem einfachen Grunde. Jetzt habe ich eine regenbogenfarbene Statuette. Aber die ist nicht annähernd lebensgroß. Genau das nämlich. Und da können wir wahrscheinlich den gleichen Trick anwenden wie hier bei dem Bogen. Dass wir einfach die Perspektive hier ausnutzen. Hoffentlich wird die Farbe nicht abgewischt. Von hier aus macht der Wasserfall die Statuette höchstens kleiner. Dann muss ich es jetzt nochmal drehen. Müssen wir es jetzt größer machen? Das heißt... Ah ja, stimmt. In die richtige Richtung muss es jetzt. Oh, mit dieser Perspektive komme ich immer wieder durcheinander. Das ist aber auch... Das ist ganz fies. Ich bin auch immer total verwirrt von diesen... Ihr kennt wahrscheinlich diese Bilder, ne? Die ganz verwirrte... Von hier aus macht der Wasserfall die Statuette höchstens kleiner. Achso, ich muss ich da unten? Ja, so, ja, stimmt. Nein, ich muss es da... Es war richtig so, wie es ist. Diese Bilder, wo komplett krude Perspektiven drin sind, die so gar nicht physikalisch möglich sind, oder irgendwelche Sinnestäuschungen, das macht mich auch immer voll fertig. Da bin ich einfach nicht geschaffen für... Ein Glück ist da oben dieses Gitter. So, und jetzt gehen wir nach oben, werden dann selber kleiner und nehmen dann die größere Statuette mit uns. Und schon spielt die zauberhafte Elfenharfe. Warum auch immer. Regen.
Regenbogenfarben und lebensgroß. Über ihre Schönheit dürfen andere richten. Boah, ich bin so glücklich, dass wir das jetzt geschafft. Danke für die Hinweise. Danke, 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 danke. Ich wäre da nie drauf gekommen, wirklich nicht. Eure Regenbogenstatue ist fertig. Nein, wie prächtig. Nachtar, er hat die Aufgabe gut bewältigt. Damit hat er dreimal das Unmögliche möglich gemacht. Das Schicksal scheint keinen Zweifel an ihm zu haben. Nehme er den Schlüssel zu den Traumgemächern und verlasse unser Reich, wenn er es vermag. Vielen Dank, Majestät. Ich mag die regenbogenfarbene Statuette. Sie sieht sogar noch ein bisschen hübscher aus als sie, weil da einfach viel mehr Farben drin sind. So, wir haben jetzt... Und verlasse unser Reich, wenn er es vermag? Was sollte das jetzt wieder heißen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wird noch ein Rätsel oder noch irgendetwas vor uns liegen. Auf in die Traumgemächer. Das sieht aber nicht sehr schön aus hier. Also wenn das ihr... Ich kann verstehen, warum dieser Ort verboten ist. Das Feentor. Das Tor, ganz so wie in Nuris Höhle. Ist denn hier noch irgendwas, wenn wir hier weitergehen? Ach, guck mal hier. Eine riesige Blume. Das ist alles. Mich wundert überhaupt nichts mehr. Niemand da. Jetzt merke ich erst, wie unendlich müde ich bin. Sollen wir uns hier hinsetzen? Kannst du ebenfalls sprechen, Pflanze? Offenbar nicht. Ich guck mal gerade nochmal. Aber ich glaube, hier... Jetzt wiederholt sich das Ganze. Ich darf mich jetzt nicht ausruhen. Ich muss hier raus. Okay. Wir haben zwar Sachen dabei, aber ich glaube, mit denen können wir nicht viel... Können wir die Blume aufschneiden? Nur ein Test. Ich werde diese Blume einfach genauso ignorieren, wie sie mich. Ja, das ist der beste Umgang mit Blumen. Blumen ignorieren einen immer sehr deutlich. Da muss man ihnen auch mal die kalte Schulter zeigen. Du willst auf die andere Seite, Nachthaar? Wer? In den Murmelwald hinab? So schnell wie möglich. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Was? Du musst bleiben, Nachthaar. Wie? Nein, ich muss... Du musst bleiben, Nachthaar. Ein Jüngling? Welche Zeiten? Ich bin Geron aus der anderen Welt. Warum bist du nicht meine Schwester? Wie? Was meint ihr? Allein meiner Schwester ist es erlaubt, die Traumgemächer zu betreten. Wer genau ist jetzt sie und diese Harfe? Die macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ist die Königin eure Schwester? Sie hat mir den Zugang in die Traumgemächer gewährt. So? Welche Zeiten? Ich muss zurück in meine Welt, aber dieses Tor lässt mich nicht durch. Ja, ein Schatten lastet auf dir, wie auf ihnen allen. Sie sind besessen von dem, was kommen mag. Vor dem Vergangenen aber fliehen sie. Sie stellen sich ihren Ängsten nicht. So sind sie rastlos und finden keine Ruhe im Hier und Jetzt. Bitte, ich muss durch das Tor. Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Was tut die Königin hier in den Traumgemächern?
Sie kommt, um Träume zu begehen, die von der Zukunft handeln. Der Zauber der Harfe soll ihr das Kommende zeigen, doch sie quält sich mit diesen Träumen. Welche Zeiten? Die Harfe lässt einen von der Zukunft träumen? Von der Zukunft oder von der Vergangenheit. Der Vogelmann offenbarte uns, wie sie das kann. Doch geschaffen war sie dafür nie, sondern um den Feen zu helfen, sich von dunklen Träumen zu befreien. Der Vogelmann, ich verstehe. Und der Vogelmann wollte scheinbar Zeit seines Lebens nichts Gutes für die Feen hier. Und wenn diese Harfe vermag, die Zukunft oder die Vergangenheit zu zeigen, und sie andeutete, dass alle hier besessen sind von dem, was kommen wird, aber vor dem fliehen, was vergangen ist. Die Harfe vertreibt dunkle Träume? Mich quält schon lange ein Traum, aber ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat. Dunkle Träume Pein wächst aus Ängsten, die dich jagen. Die Harfe ist ein Auge in deine Seele. Durch sie wirst du deine schlimmsten Ängste überwinden oder an ihnen verzweifeln. Ich will mich meinem Traum stellen, wenn ihr es erlaubt. Der Weg in die Gemächer war dir gewährt. So auch der Weg in deinen Traum. Was muss ich tun? Du musst in deine Seele treten und die Splitter deines Traumes zusammentragen. Was? Splitter? In meine Seele treten? Ich helfe dir. Die Musik wird dich in tiefen Schlaf versetzen und Teil deiner Seele werden. Ordnest du die Splitter, wird dein Traum sich aufklären, wie auch die Ängste, denen er entspringt. Das klingt alles so kompliziert. Bist du bereit, deinen Traum zu begehen? Ja, ich glaube, man kann nie bereit sein, bewusst seinen eigenen Traum zu begehen, vor allen Dingen, wenn es einer ist, der einen schon so lange traumatisiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber haben wir eine andere Wahl? Ich glaube nicht. Ich bin bereit. Dann setz dich und erzähl mir von deinem Traum. Woran erinnerst du dich? Ich weiß nicht genau. Keine Scheu. Es gibt keine Fehler. Sprich aus, was dich jetzt einholt. Denn das sind die Splitter, die zu ordnen sind. Also gut. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Nun geh und sammle die Splitter deines Traums ein. An der Harfe kannst du sie ordnen. Und wir sind wieder zurück in Andergast. Zurück in Gwindlings Werkstatt. Aber diesmal ohne Leiter nach oben. Puh, aber das muss eine Zeit sein. Also träumen wir gerade von der Vergangenheit? Seid ihr in dem Bild gefangen? Jeder hat seinen festen Platz in der Schöpfung. Verzeihung. Pling. Pling. Da ist ein Loch im Boden und hier ist auch ein Loch im Boden, also so richtig Kabufftür. Ich werde aufräumen. Ich räume alles wieder auf. Du musst bleiben, Nachtar. Na, die Tür ist verschlossen. Du musst bleiben, Unglücksbringer. Oh nein. Ich erinnere mich an diese Stimme. Oh Gott, das ist ein bisschen... Aber da unten, das Scharnier ist immer noch kaputt. Oh nein! Oh Gott, an diese Szene hier habe ich sehr dunkle Erinnerungen, weil die gute Dame tatsächlich ihr Leben gegeben hat für uns. Die Zeit schläft. Es ist gar nicht heiß. Ich glaube, das war der erste... Alle meine Sachen sind weg. Die Zeit schläft. Ja gut, weil ich im Traum bin, das macht natürlich Sinn. Die Zeit schläft. Und niemand weckt sie auf. Der Sand rieselt nicht mehr. Giron wirkt ein bisschen, als wäre er auf Droge. Wie soll ich da rankommen? Normalerweise würde ich ja sagen reingehen, aber offensichtlich ja nicht.
nehme mal an... Die Zeit schläft. Ja. Ich nehme mal an, die Dinger hier werden wir hier anordnen müssen. Wie soll er da rankommen? Wir hätten ja noch den einen oder anderen Zauber, den wir... Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Wenn ich die Sand... Es ist nicht... Ja, okay. Huch! Oh nein. War das gerade ein... Okay, die Sanduhr ist kaputt gegangen. Auch wenn er sagte, es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt gehen. Kein Schloss. Mir hat einmal eine Scherbe das Leben gerettet. Mir hat einmal eine Scherbe das Leben gerettet, ja, als ich mich befreien musste. Ich werde aufräumen. Ich räume alles wieder auf. Ich kann hier halt auch nirgendwo anders hingehen. Die Sanduhr und... Und der Schlüssel sind gerade alles, was ich machen kann. Das kann ich nicht zerstückeln. Ach so, die Kleiderkiste. Du hast uns alle umgebracht. Nein, das stimmt nicht. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Unheilsbringer. Ich räume alles wieder auf. Was ist denn, die Zauberflöte? Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Ich stelle mir das unfassbar gruselig vor, wenn man so in seinen Träumen gefangen ist. Also, wenn man quasi die Dinge, die einen verfolgen oder die einen auch vielleicht fertig machen, auf diese Art und Weise neu erlebt und neu zusammengesetzt in dieser Form. Ich habe seit Jahren nicht... Kein Schloss. Na, ich will's ja auch nur, ich will den... Mein Arm ist zu kurz. Wie komm ich da jetzt dran? Das ist die Frage. Du hast uns alle umgebracht. Warum hast du uns umgebracht? Das hab ich doch gar nicht. Der Seher hat es gewusst. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Aber er bringt das Ende ist auch eine Prophezeiung, die so vage ist, dass das wirklich alles bedeuten könnte. Sie haben es halt einfach nur die ganze Zeit so interpretiert. Tonscherben. Tonscherben? Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Tonscherben. Was will uns das sagen? Ich könnte es wieder reparieren da oben. Ich mache alles wieder heil. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Oh nein. Dieses Bedürfnis, alles wieder heil zu machen, alles wieder in Ordnung zu bringen, ist halt wirklich sehr stark in ihm. Ich kann ja auch... Ach doch, ich kann! Oh! Aber ich kann nicht weit, nee. So richtig mich bewegen kann ich hier leider nicht. Also wir haben gerade aktuell gar nicht so viel, mit dem wir arbeiten könnten. Vielleicht muss ich das auch an die richtige Position hängen. Das ist... Ändert das was? Ich probiere das gerade mal aus. Bisschen wie mit dem Honigpott. Ich glaube aber, das ändert nichts. Nee. Können wir mit ihr reden? Traumweberin! Ja? Was muss ich noch gleich tun? Suche nach Zeichen und Dingen, die dich an deinen Traum erinnern. Doch sei gewarnt. Verworren ist die Ordnung der Träume. Die Splitter mögen eine andere Gestalt haben, als du erwartest. Sobald du sie gefunden hast, musst du die Splitter an der Harfe ordnen. Woran erkenne ich die Splitter? Sie sind das, woran du dich erinnert hast. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab.
Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Splitter und ordne sie in sinniger Reihenfolge an der Harfe. Ich suche weiter. Ohne Eile. Da ist ein Feuer. Und wir haben das Feuer gefunden, auch wenn es das Feuer von der Streunerin war. Und das Feuer war das vorletzte, nämlich hier. Da ist ein Feuer. Und wir müssen gucken. Ach so, okay, das verstehe ich jetzt. Das ist gut. Und ich glaube, der Schlüssel da draußen, der führt letztlich dann hier durch diese Kabufftür. Und das ist der Schlüssel von Harm, dem ehrenwerten Kaufmann Harm. Der eigentlich hier überhaupt nichts zu suchen hat. Unerreichbar. Unerreichbar. Na gut, aber wir werden einen Weg finden, ihn zu erreichen. Irgendwie. Irgendwas werden wir dafür einsetzen können. Puh, das ist eine sehr, sehr gruselige Welt hier. Also nicht gruselig in dem Sinne, einfach sehr unheimlich, sehr mystisch. Ist das richtige Wort? Ich weiß es nicht, weil es schon bedrohlich wirkt teilweise. Was aber auch daran liegt, dass Gerons Erinnerungen im Laufe dieser Reise vielleicht nicht unbedingt immer die besten waren. Gerade hier erinnere ich mich an die beiden, die wir hier in Nacht und Nebel geflohen sind. Die beiden Elfen, die Feenpriester, die ja offensichtlich der Vogelmann aus dem Feenreich mitgenommen hat. Das ist auch noch so eine Sache. Na gut, aber wir werden das rausfinden. Zwar nicht jetzt, aber in der nächsten Folge. Und deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.